Der angelegte Wechselschlag, kurz Apoyando, ist eine grundlegende Anschlag- oder Zupftechnik an der Gitarre. Er wird mit dem Zeigefinger I und dem Mittelfinger M gespielt. Wir legen den Arm wieder auf den höchsten Punkt der Gitarrendecke. Den Daumen auf die tiefe E-Saite, circa in der Mitte vom Schallloch. Er liegt nur locker auf, ist spielbereit und befindet sich von dir aus gesehen etwas weiter links von den Fingern. Er dient später beim Anschlag mit den Fingern als Anker und Anhaltspunkt. Wir wissen also immer, wo sich die anderen Saiten befinden. Nun setzen wir den Zeigefinger mit der Kuppe auf die dritte Saite auf. Wir bauen nun langsam Druck in Richtung Gitarrendecke auf, bis die Saite über die Fingerkuppe bzw. den Nagel rutscht. Der Finger bleibt nach dem Anschlag an der Nachbarseite darüber liegen. Wichtig ist dabei, dass wir den Druck in Richtung Decke aufbauen und die Saite nicht von der Decke wegziehen. Wir spielen also eher in die Gitarre hinein. Wenn dir das anfangs schwer fällt, stell dir einfach vor, du streichst mit den Fingern über die Saiten. Das ist genau diese Bewegung, nur gezielt an einer Saite. Die Finger bleiben während des Anschlags in beiden Gelenken abgewinkelt. Das obere Gelenk führt die Bewegung vorwiegend aus. Die beiden unteren Gelenke halten dagegen und knicken nicht ein. Versuche nun auch mit dem Mittelfinger zu spielen. Jetzt spielen wir mit beiden Fingern abwechselnd. Während der Zeigefinger schlägt, wird der Mittelfinger vorbereitet und umgekehrt. Die Bewegung sieht ein bisschen aus, als würden die Finger gehen. Wir starten also mit dem Zeigefinger. Es liegt immer nur ein Finger auf der oberen Nachbarseite. Wir vermeiden es, dass beide Finger auf der Saite liegen. Das heißt, wir bereiten den nächsten Finger vor. Wie wir auch beim Gehen jeden Schritt vorbereiten. Versuche den Anschlag auch auf den anderen Saiten zu spielen. Der angelegte Wechselschlag Apoyando ist also die Grundlage des Melodiespiels. Wollen wir einen schnellen Lauf spielen, kommt diese Technik auch zum Einsatz. Übe am Anfang aber sehr langsam, damit dein Gehirn diese Bewegungsabläufe speichern kann. Wir haben bis jetzt also die Haltung, Allgemeines über die Gitarre, den Daumenanschlag und den angelegten Wechselschlag gelernt. Lass uns nun gleich in die Lektionen starten und deine ersten Notenzeilen spielen.